Ein herzliches Gut Kick in die Runde. In der ersten Folge der Bundesliga News erfahrt ihr, warum ein unbekannter Finne der Gewinner des Spieltags ist, und ihr bekommt einen Ausblick und meine Tipps für den dritten Spieltag. Leute, die Bundesliga hat sich eindrucksvoll am zweiten Spieltag zurückgemeldet. Egal ob RB Leipzig mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen hat oder auch, dass Mainz gegen Hoffenheim 4:4 gespielt hat, nachdem Mainz bereits 4:1 geführt hat. Leute, an Highlights hat es wirklich nicht gemangelt. Der Hattrick der Woche stammt aber von einem unbekannten Finnen, dem Leverkusener Joel Poyanpalo. Und alle nach dem Spieltag so: Joel, wer? Ach, Poyanpalo. Ja, natürlich kenne ich den. Ich dachte, du hättest gerade Prodomolo gesagt. Was war passiert? Der HSV lag bereits mit 1:0 in Führung, doch dann wechselte Trainer Roger Schmidt Poyanpalo ein in der 72. Minute und er schaffte es, einen lupenreinen Hattrick zu platzieren. Das erste Ausrufezeichen konnte er in der 79. Minute per Kopf setzen und dann traf er noch zweimal in der Nachspielzeit. Dass das die Fußballwelt überrascht hat, zeigt auch ganz gut dieser Tweet. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle, die Poyanpalo beim Managerspiel haben, wie Comunio oder den Kicker-Manager. Das sind auch die Leute, die dann versuchen werden, euch Folgendes einzureden. Ich hab's ja gleich gesagt, das wird ein ganz großer. Den habe ich frühzeitig gekauft, da hat mir noch keiner geglaubt. Bevor wir zu dem Ausblick und den Tipps für den dritten Spieltag kommen, noch das Eigentor der Woche. Das stammt dieses Mal von der Commerzbank Arena. Die Commerzbank hat nämlich besonders schnelle Fastlane-Eingänge für Leute geschaffen, die Kunden bei der Commerzbank sind. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine kleine Zweiklassengesellschaft. Wir haben die normalen Fans mit den normalen Eintrittskarten, die sich anstellen müssen. Und wir haben die Fans, die Kunde bei der Commerzbank sind, die dann etwas schneller ins Stadion kommen. Leute, denken wir das Ganze doch mal weiter. Wie soll das zum Beispiel in Wolfsburg und Ingolstadt laufen? Müssen dort die Fans zukünftig ihren Autoschlüssel vorzeigen, um schneller ins Stadion zu kommen? Ganz schlimm wird's, wenn ich an Schalke denke. Was passiert, wenn die mit dem falschen Bier ins Stadion kommen? So, liebe Freunde, kommen wir zu den Tipps für den dritten Spieltag und den kleinen Ausblick. Das Freitagsspiel ist der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. Das wird natürlich eine spannende Partie. Freiburg hatte gerade 3:1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach und Köln hatte unentschieden gespielt. Das sind natürlich zwei Mannschaften, die gerne mal torlos spielen oder auch wenig Tore erzielen. Ich kann mir vorstellen, dass Freiburg mauern wird. Köln muss das Spiel machen. Zum Ende wird es dann 1:1 ausgehen, weil sich beide mit dem Unentschieden zufrieden geben werden. Das erste Spiel der Samstagskonferenz lautet Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Frankfurt musste ja förmlich in letzter Minute den Sonntagsschuss von Darmstadt hinnehmen und hat so knapp in Darmstadt verloren, darf jetzt wieder zu Hause antreten. Allerdings trifft man auf ein euphorisches Bayer Leverkusen, das ja das 0:1 hervorragend wieder aufgeholt hat. Ich tippe, dass auch hier für Frankfurt nicht zu holen ist. Frankfurt-Leverkusen 0:3. Das nächste Spiel der Samstagskonferenz lautet Bayern München gegen den FC Ingolstadt. Der FC Ingolstadt muss sich natürlich noch ein wenig finden mit dem neuen Trainer. Und da kommt Bayern München ja als Gegner gerade zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. Der Bayern-Motor stottert noch ein wenig, das haben wir gegen dem Spiel gegen Schalke gesehen. Aber hier werden die Bayern sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. 4:0 für die Münchner. Dann trifft Borussia Dortmund auf den SV Darmstadt. Darmstadt ist natürlich beflügelt durch das Tor gegen Eintracht Frankfurt und sind der Derby-Sieger dadurch. Und Dortmund muss ein bisschen verkraften, dass sie gegen RB Leipzig verloren haben. Die wollen zu Hause natürlich ein Zeichen setzen. Die Darmstädter sind in der Defensive nicht so gut wie RB Leipzig. Die haben das doch sehr gut gemacht und die Passwege sehr klug zugestellt. Ich tippe hier, dass Dortmund gegen Darmstadt 3:0 gewinnt. Dann trifft 1899 Hoffenheim auf den VfL Wolfsburg. Wolfsburg musste sich ja mit einem 0:0 gegen Köln zufrieden geben. Mario Gomez hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber da erwartet man natürlich noch mehr von ihm. Und Hoffenheim hat den Vorteil, dass hier schon mal die Spieler Moral gezeigt haben. Sie haben einen Rückstand aufgeholt und die Stürmer haben auch schon getroffen. Ich tippe, dass das Ganze keine vorsichtige Partie werden wird. Und ich glaube, das wird ein schöner Schlagabtausch werden, 2:2. Im letzten Spiel der Samstagskonferenz trifft der Hamburger SV auf RB Leipzig. RB Leipzig kann natürlich den späten Treffer gegen Borussia Dortmund bejubeln und den Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell. Hamburg ist noch nicht so gut in die Saison gestartet. Ich erwarte zwar viel von den Hanseaten in dieser Spielzeit, ich glaube aber, dass sie momentan einen kleinen Negativlauf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass RB Leipzig hier auch einen Punkt mitnehmen wird. Ich tippe 1:1. So, liebe Freunde, das Topspiel am Samstagabend ist Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen.
Ja, frag mich nicht, warum das jetzt ein Topspiel ist. Aktuell, Gladbach hat ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, das gegen Freiburg. Das hätte nicht sein müssen, aber das hatte man irgendwie abgeschenkt. Und Bremen wartet weiterhin auf den ersten Punkt. Man hat gegen Bayern München verloren und natürlich gegen Augsburg. Die Gladbacher wollen zu Hause wieder punkten, sind auch in eine heimstarke Mannschaft immer gewesen. Und Bremen wird momentan ja, nach dem Rezept suchen, wie sie darauf reagieren können. Ich erwarte auf jeden Fall Tore. Ich tippe hier auf ein 4:2. Im ersten Spiel am Sonntag trifft der FC Augsburg auf die Mainzer. Die Mainzer haben ja nach der 4:1-Führung noch den Sieg aus der Hand gegeben gegen Hoffenheim. Da drohte zum Ende ja sogar die Niederlage. Und Augsburg hat einen unspektakulären, aber guten Arbeitssieg gegen Werder Bremen eingefahren. So richtig ist der Augsburger Motor allerdings noch nicht auf Touren gekommen. Das lag eher an der Bremer Schwäche als an der Augsburger Stärke. Dennoch denke ich hier, dass Augsburg die Mainzern empfindlich schaden wird können. Ich denke, dass beide Mannschaften vielleicht etwas vorsichtiger agieren werden. Ich tippe hier auf ein 1:1. Das letzte Sonntagsspiel lautet Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04. Schalke hat gut gegen die Bayern gespielt und die wollen natürlich jetzt auch die ersten drei Punkte einfahren. Und da kommen die Berliner aus meiner Sicht gerade recht. Das Schalker Spiel wird sich weiter finden. Von Berlin erwarte ich in dieser Saison nicht allzu viel. Da hatte zwar Schieber wieder getroffen, nach ewiger Zeit mal wieder, es sei ihm auch zu gönnen. Ich tippe aber hier, dass die Schalker sich durchsetzen werden mit 1:3. Liebe Freunde, das war die erste Folge der Bundesliga News. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Video einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da oder abonniert den Kanal, würde mich doch alles sehr freuen. Denkt an den ersten Heimspiel-Livestream direkt nach der Konferenz, nicht ganz direkt, 17.30 Uhr geht es los. Nach der Konferenz ist vor dem Topspiel, würde mich freuen, euch da zu sehen. Leute, nehmt die Tipps nicht allzu ernst, wie sagte Paul Gascoigne schon, ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao.